Das heißt, wir werden innerhalb unserer Gruppe auch ein bisschen an der Beziehung arbeiten müssen. So, mal gucken, ob der Max jetzt seine Waffeln anbrennen lässt oder nicht. Bin ich mal gespannt. Ja, und von wegen, Max, ja. Gucke, du hast Schacks an. Keine Springer. Du hast Schacks an. Genau hier. Schau. Look at that. Oh. Oskar trainiert bestimmt noch fleißig. Jo. Und seine Hygiene geht runter. Und er möchte Ausdauertraining machen. Mensch, ist der sportlich. Was will er noch lernen? Fähigkeit, athletisch lernen. Ja klar. Aber Ausdauer machen wir nicht. Das heißt, Oskar wird unsere Dusche einweihen, weil er bestimmt nachher stinken wird. Und sind die Waffeln lecker geworden? Sie sind normal. Aber immerhin. Jo, dann kann er schon mal einen Teller nehmen. Den wird der Max Pipi machen gehen. Danach natürlich, wie sich das gehört, die Hände waschen. Und dann kann er erstmal hier auch Fernsehen gucken danach. Fernsehen gucken. Nicht trainieren. Naja. Soll erstmal das machen. Der Björn. Der wird jetzt zuerst vor Max Pipi gehen. Was? Ich habe aufs Klo gedrückt. Nicht auf den Herd. Natürlich auch die Hände waschen. Und danach kann er sich was nehmen. Und Björn möchte angeln gehen. Müssen wir uns mal auch überlegen. Stimmt, wir haben nur Waschmaschine, aber kein Trockner. Ja, wir haben ja. Oh, jetzt stinkt er. Oh, jetzt stinkt er. Ja, wir lassen noch weiter trainieren, dass er wenigstens den Punkt voll kriegt. Und danach stark geworden. Ah ja, okay. Aber der Punkt ist immer noch nicht voll. Wir haben eine Wäscheleine und eine schöne Waschmaschine. Und noch nicht mal eine Wäschebox, sag ich jetzt mal, weil Oskar hat die Klamotten auf den Boden geschmissen. Wie kann er nur? Stau. Manche Sims trainieren bloß, um ein paar überflüssige Pfunde loszuwerden und am Strand eines einigermaßen guten Figur zu machen. Für andere sind Fitness und Gesundheit das Wichtigste überhaupt. Es wird Zeit, in eine gute Sportausrüstung zu investieren. Leiko hat jetzt auch die Option, schweißfrei zu trainieren. Na, das ist ja nicht schlecht, weil gerade stinkt er bestimmt wie ein Iltis. Nein, wir werden nicht joggen gehen. Und für einen Trockner haben wir kein Geld. Ja, jetzt kannst du mal aufhören und hier deine Wäsche reinigen. Und seht euch das an. Der Max, der pinkelt im Stehen. So eine Sau. Und wie der Oskar stinkt. Er zieht die ganze Wolke hinter sich. Geht gar nicht. Das heißt, er wird dann auch schön Pipi gehen.
duschen gehen und dann auch essen. Ja, wir haben nur 3 Stühle und nicht 4. Das heißt, der andere, der wird wahrscheinlich sich auf keine Ahnung wo hinsetzen. Ja, dann magst du ja weiter Geschick lernen. Aber wir haben jetzt nichts Kaputtes und auch keine Bücher. Drum wird er Fernsehen. Fast ungenießbar. Wegen Essen auf billigen Herd gekocht. Oje. Gibt's nicht, die pinkeln alle im Stehen. Alle im Stehen. Ja. Björn ist jetzt fertig. Und wenn er noch unbedingt... Ach nee. Ja, was machen wir mit dir noch? Du kannst schon ins Bett gehen und damit basta. Stimmt. Nee, halt, der kann ja... Doch, er wird jetzt einfach mal schlafen. Eiskalt. Wenn ihn der Fernseher nicht stört, das ist jetzt die andere Sache. Machen wir es anders. Der Max, der geht jetzt hier raus. Kann aufräumen. Wie geht's mir? Ich muss natürlich auch mal langsam... Was will ich? Ein Zeichentisch braucht man. Eine Kunstgalerie besuchen. Ja, dafür braucht man allerdings Geld. So, geht er nur endlich mal duschen. Und legt wieder seine Klamotten dahin. Unfassbar. Ich glaube, wir brauchen so eine komische Wäschebox, wo die das alles so rinwerfen. Wir haben natürlich das totale Traumhaus hier, also besser geht's nicht. Aber jeder fängt natürlich klein an und dann baut sich das alles auf. Jo, Max. Ich höre jetzt mal mit Malen auf. Und der Max wird sich jetzt mit uns unterhalten. Mensch. Freundlich. Plaudern. Freundlich. Ja, na klar. Vom neuen Haus schwärmen. Freundlich. Über Kunst beschweren. Ich weiß. Ich bin nicht gut. Bis jetzt. Was machen wir noch? Lustig. Eine lustige Geschichte erzählen. Aber es reicht erstmal. Und sie halten sich über Planeten. Wie interessant. Ja, ich finde natürlich den Mond richtig klasse. Und Max mag Sternschnuppen. Ja, weil da kann man sich auch was wünschen. Macht ja jetzt Essen. Spulen wir mal ein bisschen vor. Aber vorher sagen wir, danach kann der Oscar pennen gehen. Jetzt müssen wir uns allerdings nur einigen, wer welches Bett kriegt. Oscar kriegt das grüne. Und Max kriegt nachher das rote. Sup. Und wieder weiter. Ihr Alter, unser Haus ist voll krass. Aber was sind da eigentlich? Eine Geschichte, okay. ja, halt anders. Freundlich,
kennenlernen. Freundlich, nach Tag fragen. Freundlich, tratschen. Genau. Und wieder ein bisschen spulen. Oskar, der räumt den Teller auch nicht weg. Wie sieht's aus? Nicht schlecht. Na, aber wen tratschen wir denn? Hast du gehört, Hinkenbaker ist befördert worden? Naja, okay. Negatives Tratschen kann man das natürlich jetzt nicht unbedingt nennen. Ah, naja. Computerfreak, über Computer reden. Freundlich. Über Kunst reden. Jawohl, wir haben herausgefunden, dass wir beide Computerfreaks sind. Und Max ist jetzt ein bisschen enger mit mir jetzt befreundschaftet. Das passt doch. Und nochmal freundlich. Über neue Arbeit reden und danach geht der Max auch ins Bett. Ja. So. Schlafen. Was? Pizza bestellen, hättest du wohl gerne. Oh. Wir müssen mal ganz dringend aufs Klo. Aber vorher werden wir hier mal... Nein, wir werden hier selber was essen. Das heißt, wir gehen erst aufs Klo. Waschen uns die Hände. Essen was. Und spulen natürlich vor. Und noch schneller. Ist das Klo dreckig? Ja, also seht euch das an, voll versifft. Oh, Björn ist wach. Oh, er hat ausgeschlafen und das schon um 22.23 Uhr. Ja. Ja. Der kann nur die Reste wegstellen, dass wir später was essen können und dann mal gucken. Machen wir erstmal einen Cut an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise ja, mal gucken, wie ich die ganzen Teile jetzt erstmal zuschneiden werde oder nicht. Und weiter geht's. Unser Björn, da ist jetzt schon aufgewacht und weil er gerne angeln gehen will, werden wir dieses auch tun, weil der Angel... Was haben wir hier? Frostige Träume, gleich gegenüber. Uiuiui. Wird der Björn hier angeln gehen? Gucken wir erstmal wieder runter. Und ich werde nach dem Essen nochmal duschen gehen und dann gehe ich auch ins Bett. Keine Interaktion. Hallo? So, schlafen. Dann lassen wir unseren Augenmerk erstmal bei dem Björn. Ja, erstmal ein bisschen schnell, dass der hier was machen kann. Und der geht jetzt natürlich angeln. Ach so, das ist... Da ist man. Ja, wir sind volle Kanne durchgedüst. Und ja, der See ist ja zum Glück auch nicht gerade weit weg. Und da werden wir jetzt hier nicht hier hingehen, sondern wir werden hier angeln. So einen richtig schönen ollen Tümpel. Blup. Blup. Und jetzt angelt unser Björn. Wann muss der nochmal auf Arbeit? Erst 15 Uhr.
Das heißt, er kann ein bisschen länger schlafen wie wir anderen. Darum werden wir jetzt mal ein bisschen vorspielen. Vorspulen, oh mein Gott. Und er hat geangelt und sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich bin mal gespannt, ob er auch einen Fisch an der Schnur kriegt oder nicht. Machen wir mal noch schneller. Lalala. Und er angelt und angelt und angelt und angelt. Wir schlafen. Schlafen und schlafen. Unser Oscar wird mitten in der Nacht wach, aber naja, was soll's. Hier wird's neblig. Bäume. Ja. Angeln und angeln und angeln und angeln. Komm, wir machen mal noch schneller. So gegen 2 Uhr wird Oskar wach. Dann gucken wir mal darüber. Mann, ist das spannend. Und irgendwie, ja, kriegt da keinen Fisch an die Schnur. So, jetzt machen wir kurz langsam. Und was macht Oskar? Computerspiele spielen. Ist sehr typisch. Er hat ja natürlich noch keine Arbeit. Wir müssen mal vorher erstmal eine Lounge oder eine Diskothek erstellen, wo er denn als Barmixer arbeiten kann. Aber das werde ich dann alles hier nicht im Gameplay, Let's Play, Showplay machen, weil, naja, muss ja nicht sein. Hier sind natürlich auch keine Fische. Die Fische sind alle da hinten. Ja. Wenn er den Punkt voll hat, dann kann er auch wieder heme. Und erstmal was essen. Mal schauen mal ein bisschen vor. Ja, wann hat er den Punkt voll? Na, geht doch. Sechs Junior ist ein Angler. Was bedeutet, dass er mehr Fische aus dem Wasser holt als andere Sims? Nicht doll. Die Grundlagen. Ja. Und was will er hier? Fisch fangen. Ausgezeichneten Fisch fangen. Nee. Du fährst jetzt erstmal nach Hause und wir richten jetzt unser Augenmerk erstmal wieder hier hin. Weil du kannst wieder deine Klamotten hier mal aufräumen. Und der Max pennt, obwohl Computerspiel übelst laut ist. Wow, er hat einen Fisch gefangen. Das Grundstück reinigen kannst du mal machen. Und danach kannst du... Ja, du hast zum ersten Mal einen Fisch gefangen. Gratuliere. Kann er denn hier die Reste essen? Und zwar die Waffeln. Und wenn er nach Hause kommt... Na, machst du dich jetzt endlich mal los? Hallo, bist du auf? Jetzt nach Hause. Und er rennt. Wieso rennt er? Habt ihr das eben gesehen? Genau. Hat zum ersten Mal einen Hirsch gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es hier Hirsche gibt. Ja, er läuft durch den Tümpel. Ja, alles klar. So, was? Ein Hirsch beobachten. Ja, da sind wir gerade vorbeigerannt. Und wird's wieder angeln. So, er kann erstmal das Klo sauber machen.
Ja, hier liegt immer noch Wäsche. Das kann er dann auch gleich dann noch machen. Danach kann er auch noch die Reste essen, Waffeln. Oskar ist. Danach kann er dann auf das saubere Klo gehen. Und natürlich die Hände waschen. Ja, puh, ist das anstrengend, ein Klo sauber zu machen. Typisch für Kerle. Die Teller sind auch dreckig. Oh mein Gott. Der Max ist jetzt auch wach geworden. Der kann dann natürlich. Nein, der isst jetzt ein Brot mit Marmelade. Nein, wir wollen keine Pizza bestellen. Dafür haben wir gar kein Geld. Oskar ist jetzt fertig. Genau, der geht jetzt aufs Klo. Ja, was denn das? Ach so. Ich verstehe. Dann würde Oskar danach erstmal die Wäsche aufhängen und dann den Haufen. Hüß? Den Haufen reinigen. Und der Saxonio wird denn das dreckige Geschirr wegräumen. Wir haben es jetzt 6 Uhr. Wann muss Max auf Arbeit? Okay, um 8 kommt die Fahrgemeinschaft, um 9 muss er los. Das heißt, Max hat keine Zeit. Darum wird er auch erstmal benutzen und auch abziehen. Nicht, dass das Klo noch verstopft. Duschen und dann darf er auch Fernsehen gucken. Dass er natürlich optimal auf Arbeit gehen kann und eventuell sogar befördert wird. So, er hier soll aufräumen. Und ich penne bestimmt noch. Jo. Wann muss ich auf Arbeit? Oh. Ja. Meine Fahrgemeinschaft kommt noch früher. Und ich werde immer noch nicht drüber fertig, dass ich von 8 bis 18 Uhr arbeiten gehe. Weil, ja, das ist eigentlich ziemlich lang ist. Das heißt, mein Sim wird auch Müsli essen. Was muss in Federn hier kommen? Weil meine Fahrgemeinschaft kommt ja in einer Stunde. Ja, seiner auch. Mann, ist das ein Wuhling am frühen Morgen, ey. Max geht's blinden, der geht jetzt duschen, dann auf Fernsehen gucken. Ich gehe jetzt erstmal essen. Dorthin. Oskar ist jetzt fertig mit der Wäsche. Herzallerliebst. Ja, und was macht der Oskar? Der. Ja, mit dem Oskar können wir gerade gar nichts großartig machen. Naja, doch. Was ist denn das? War ein bisschen Pfütze. Von Katzenschwärmen. Ach, die Pfütze. Genau, Pfütze aufwischen. Ah ja. Mach mal kurz Pause. Was willst denn du machen? Schlafen? Ja, ging ruhig schlafen. Und danach gehen wir in die Stadt. Oder warte mal. 15 Uhr. Der Oscar. Der Oscar. Was kann der Oscar machen? Pfütze auffischen. Geht nicht, dass die Leine im Weg. Puh. Dann wird Oskar auch Fernsehen. So, Max ist fertig. Und ich werde jetzt. Was? Ich will nicht malen, ich soll essen. Oh. Was? Bei Mandira gibt es folgende Arbeit zu erledigen: Innenarchitektin, Damentoilette.
Arbeit ausführen. Bitte wechsle folgendes aus und füge es hinzu. Waschbecken, Toilette, Mülltonne, Dusche. Ort ansehen. Ach du Kacke. Damen-Toilette. Okay. Dann klingelt auch gleich noch unser Handy. Rangehen. Okay, das nehmen wir auch mal an. Aber wir werden jetzt erstmal... wir sind eigentlich... Wir müssen auf Arbeit. Ja. Auf Arbeit. Oder... Hallo, beginnen. Machen wir es so. Der Max, der muss auch ganz dringend auf Arbeit. Der wollte unbedingt noch weiter Fernsehen gucken. Nicht, dass er jetzt auch noch zu spät kommt. Und wir machen jetzt auch erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal erfahrt ihr, ob er zu spät kommt oder nicht.